Laune, ich habe auch gute Laune. Also geht's direkt los. Jo Leute, grüßt euch erst einmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute fragen wir einfach mal. Ey, ich sollte mein Kaugummi ausspucken, oder? Also, heute fragen wir einfach mal, könnt ihr es euch vorstellen, Freundschaft nach einer Beziehung, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Jahre zusammen wart und dann ist auf einmal Schluss, bleibt man dann befreundet oder findet ihr das eher scheiße? Ja, da lang. Was hältst du von Freundschaft nach einer Beziehung? Das ist kritisch, ne? Je nachdem, wie die Beziehung ausgeht, ne? Also, sagen wir mal, ihr seid nicht im Beef irgendwie auseinandergegangen. Freundinnen von der Freundin, je nachdem, werden halt immer trotzdem sauer auf dich sein, ne? Also ich könnte es nicht. Was hältst du von Freundschaft nach einer Beziehung, wenn die Ende ist? Ja, kommt drauf an. Also wenn man sich in der Beziehung gut versteht, wenn man dann mit einem klarkommt und gut auseinander geht, ist das auf jeden Fall möglich. Es ist möglich? Ja, finde ich schon. Leute, es ist möglich. Ja, ihr wart lange zusammen und dann geht's auf einmal auseinander. Willst du dann noch befreundet sein, oder? Ja. Eigentlich schon. Ja, kommt drauf an, also wer diese Person ist, ob ich vorher auch noch mit ihr befreundet war oder mit ihm befreundet war oder nicht. Hä? Wenn ich mit der Person vorher auch noch befreundet war und ich die Person schon sehr lange kenne und dann mit ihr oder mit ihm zusammenkomme und danach wieder auseinander, dann ist mir das zu schade wegen der Zeit vorher. Okay, also du hängst an der Zeit und würdest dann sagen, ja, ich bleib lieber befreundet. Ja. Was hältst du von Freundschaft nach einer Beziehung? Wenn Schluss ist. Kann nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Dann hat man sich nämlich nie geliebt. Eine Ewigkeit später. Jetzt bin ich sprachlos, wirklich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso sagst du, dann hat man sich nicht geliebt? Ja, weil dann die Gefühle von der einen Seite wahrscheinlich immer noch da sind. Okay, jetzt verstehe ich's. Ich persönlich denke... Ach nee, das sage ich einfach am Ende. Was haltet ihr von Freundschaft nach einer Beziehung? Finde ich okay. Ich finde es auch okay. Das geht? Ja. Also ich könnte es. Kommt drauf an, ob der Junge das kann. Ob sein Ego dann nicht gekränkt ist. Stopp! Sonst kriegt du gar keinen auf die Schnauze. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 13 geworden. Wie alt bist du? 12. Schönen Tag noch. Wir kennen uns ja jetzt schon, ne? Könntest du mir vielleicht die Handynummer deiner Freundin besorgen? Kann sie dir selber geben. Machst du das? Ich bin 12. Sie ist 12. Sie ist 12. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Okay, die Frage ist, was hältst du von Freundschaft nach einer Beziehung? Wird nichts. Wird einfach nichts. Ist immer Eifersucht und so und kann man vergessen. Okay, wie würdest du es finden, wenn zum Beispiel eine Freundin von dir mit ihrem Ex-Freund die ganze Zeit chillt? Ich denke mir, es ist ihre Sache, aber ich persönlich würde es halt an ihrer Stelle nicht machen. Okay, das war's schon, dankeschön. Feier noch schön. Ey Leute, ihr könnt safe jetzt mal ein paar Daumen nach oben da lassen. Ist doch nicht so schwer, weil wir setzen hier unser Leben aufs Spiel. Mir frieren die Finger ab, wirklich. Es ist scheiße kalt, aber wir haben trotzdem Spaß im Video. Weiter geht's. Was haltet ihr von Freundschaft nach einer Beziehung? Keine Ahnung, unnötig. Eher nicht so. Okay. Darf ich euch eine Frage stellen? Es war ein klares Ja. Was haltet ihr von Freundschaft nach einer Beziehung? Ja, kann man machen. Wenn man sich im Guten trennt, würde ich sagen, ja. Also, aber sagen wir mal, du hast eine beste Freundin und er chillt mit ihrem Ex-Freund. Was denkst du darüber? Okay, dann eher nicht, glaube ich. Weil dann ist es uncool, ne? Ja. Na, hallo. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 17. Wie heißt du? Lisa. Wie heißt du bei Insta? Lisa Silbermann, einfach. Und deine Handynummer? Keine Ahnung. Was hältst du von Freundschaft nach einer Beziehung? Weiß ich nicht. Es ist kompliziert. Also ich halte nicht viel davon, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, okay. Wie würdest du es finden, wenn dein Ex-Freund quasi mit seiner Ex-Freundin chillen würde? Wenn ich jetzt einen Freund hätte und der würde mit mir Schluss machen und er würde dann mit seiner Freundin. Nein, also mit seiner vorherigen. Ach so. Keine Ahnung. Hä? Ich würde scheiße finden. Irgendwie. Ein bisschen dolle. Ja, okay, würde mir genauso so gehen und ich denke denen da auch. Also, Dankeschön.
Jo Leute, das war's auch schon mit meinem Video und ihr seid vielleicht gespannt auf meine Meinung. Wie war die Frage nochmal? Ich finde Freundschaft nach einer Beziehung halte ich nicht so viel von, weil ich denke, wie der eine Typ schon meinte, so, ja, einer hat bestimmt mehr Gefühle und irgendwie wird es dann doch zerbrechen, Beef geben oder was auch immer, deswegen halte ich nicht so viel davon. Ja, das war's eigentlich mit meinem Video, ich fand's ziemlich nett, ihr vielleicht auch und deswegen könnt ihr einfach mal 50 Millionen Daumen nach oben da lassen. Ein paar Abos könnt ihr auch klar machen, dann war's das. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao Leute.